Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns die Wunderkinder der verschiedenen Nationen 2018 gegen heute an. Man sieht hier schon, damals war Dele Alli ein Wunderkind, David, und heutzutage sind es nochmal ganz andere. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt hat, wie die Spieler sich vor allem entwickelt haben, wo man damals gesagt hat, boah, 2018, der wird behindert heftig. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, Freunde, verpasst diese Videos hier auf dem Kanal nicht mehr, finde ich immer sehr cool. Okay, 2018 hatten wir Ødegaard am Start. Da hat man echt über ihn geredet und meint so, boah, der Typ wird so krass. 2022 hat er ein 84er Rating. Also ich sag offen und ehrlich, für mich war das eine kleine Enttäuschung. Ødegaard hätte meiner Meinung nach heute schon echt so 86, 87 haben können. Aber er hat noch Potenzial nach oben zu gehen. Hier steht ja auch, 2022 ist sein Potenzial immer noch da, auf eine 89 hochzugehen oder so. Aber damals, wo er so frisch war, wo man ihn noch nicht so kannte, wo man das erste Mal von ihm gehört hat, dachte man so, wow, der wird 90 plus haben. Okay. Wen gab's noch so? Dele Alli. Enttäuschung pur. Dele Alli, wo wir ihn entdeckt haben, wo wir alle auf einmal über ihn gesprochen haben, haben alle gesagt, der wird bestimmt ein 90er Rating plus die nächsten Jahre haben. Digga, 4 Jahre später hat er ein 77er Rating. Das war ein Wunderkind. Man dachte, der wird alles auseinandernehmen. Bro, er ist immer noch jung und auf einmal ist er scheiße geworden. Woran liegt's? Woran hat's gelegen? Am Ende fragt man sich immer, woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Amine Harit, ne? Amine Harit. Man muss sagen, zu der Zeit war Schalke auch noch, Digga, mit Stuhl komplett dagegen geknallt. Zu der Zeit war Schalke auch noch wirklich, wirklich gut. Das heißt wirklich, wirklich gut, aber doch, die waren schon gut. Und danach haben die auch verkackt und da hat Amine Harit natürlich auch etwas, kann man sagen, seine Karriere verkackt? Kann man sagen, doch, kann man schon sagen. Ich sag offen und ehrlich, kann man sagen. Man hatte gedacht, der Typ wird echt groß rauskommen. Er war echt gut, er hat echt geile Ansätze gehabt und so. Und jetzt hat er mit 25 ein 75er Rating. Er hatte mit 21 ein 77er Rating. So, checkt ihr, was ich meine? Amine Harit war ein Talent. Am Ende nicht so aufgegangen, wie man gedacht hat, aber kann ja noch werden, er ist ja noch jung. Also no front an ihn oder so, ne? Ist alles nur jetzt so diese Erwartung, die man hatte zu dem Rating, was er jetzt hat. Han Kwang-son hatte mit 2018 ein Potenzial von 87 und jetzt hat er ein Potenzial von 64. Ich bin ehrlich, ich kenne ihn nicht. Ich kann auch nicht alle kennen, Freunde. Ich kenne viele, aber ich kann nicht alle kennen. Ich kann echt nicht alle kennen. Oder es gibt echt so Spieler, ne? Über die hat man geredet, man sagt so, nächster Messi, LM. Flitzer, schnell, klein, jung, nächster Messi, Potenzial 90, der wird safe 4 Jahre später, wenn er so 23 ist und in seiner Prime ist, wird er safe 90 haben. 76. Manche reden auch immer zu schnell. Manche Leute reden auch immer zu schnell. Manche Leute reden zu viel. Die sehen das erste Mal, weiß ich nicht wen spielen, Gavi als Beispiel. Und dann kriegt der Spieler Druck. Weil der Arme, der ist 18 oder so, der macht ein cooles Spiel und alle sagen, das ist der nächste Iniesta, das ist der nächste Xavi, das ist der nächste Messi, das ist der nächste Ronaldo, das ist der nächste Mbappé, Neymar. Bro, lass ihn doch erstmal spielen, Digga, lass ihn doch erstmal ein, zwei Saisons gut sein, um das zu sagen. Ich bin auch einer von diesen Kandidaten, der das sagt, ich bin ehrlich. Ich sehe auch einen Spieler wie, weiß ich nicht, Moukoko, wo er komplett Jugend auseinandernimmt und sagt dann, Moukoko, safe 90er Rating irgendwann. Aber Bruder, der ist 16, 17, 18, lass den doch mal, das ist Druck. Aber heutzutage müssen die Spieler auch irgendwie ein bisschen Druck umgehen, ne? Weil die werden schon echt früh Profi. Früher war das nicht so. Heutzutage werden die mit 16 Profi. Früher, Digga, schwer bist du unmöglich, warst du mit 16 Profi. Junge, halt's Maul, ich hab nicht mit dir geredet. Ja, Freunde, lasst ein Like da, sagt das Video hier auch. Correct ist correct. Thielemann hatte auch ein Potenzial von 90 vorher gesagt bekommen. Hat jetzt ein 84. Ist nicht schlecht. Kann vielleicht noch auf 86 hochgehen. Gabriel Jesus, krass. Der war mal richtig im Hype. Dann hat er irgendwie geschwächelt. Hat er irgendwie verkackt. Und jetzt ist er wieder richtig gut geworden. Bei Arsenal. Aber ja, man hat halt von ihm erwartet, dass es echt so ein Neymar-Typ wird. So mäßig, so vom Rating her. Und hatte man echt erwartet 2018, wo man sich so dachte, Digga, Gabriel Jesus. I know when the hotline bling. Und dann hat er verkackt, aber jetzt ist er wieder auf einem guten Weg. Der schießt bei Arsenal echt viele Tore. Der Wechsel zu Arsenal war echt gut für ihn. Für seine Karriere. Onana. Onana ist guter Keeper. Onana ist sehr guter Keeper. Davis muss seine Verletzung in den Griff bekommen, dann kriegt er auch nochmal eine richtig geile Karte.
Sanchez. Ja. Hat auch ein bisschen verkackt. Halilovic. Halilovic, eine große Enttäuschung für alle Kroaten. Halilovic, wird viel geredet über ihn. Ah, super, nächster Modric, dies, das, Ananas. Nicht aufgegangen, leider. Das tut mir dann auch mal leid für diese Spieler, ne? Für diese jungen Spieler, denen man so eine große Karriere vorhersagt. Denen sagt man so eine riesen Karriere hervor und am Ende wird es einfach nichts. Die denken das schon selbst daran, wenn die ganze Welt so denkt. Dann denken die erst recht daran, dass das klappt. Und ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, dass man schon so viel hofft und schon so viel, dass die dann so viel Hype haben, dass sie sich dann ausruhen oder so. Oder ob es einfach dann Pech ist, Verletzung, dies, das, anders. Kann alles sein, ne? Schick. Schick, guter Typ, hat sich gut entwickelt. Ist halt so ein richtiger Stürmer, ne? Christensen. Er ist jetzt bei Barca, ne? Was soll man sagen? Ist gut, aber... Ja, hätte sich noch krasser entwickeln können auch. Er ist ein guter Spieler, keine Frage. Ja, das ist natürlich geisteskrank, ne? Guck mal hier, vergleich mal. So dachte man auch von Gabriel Jesus beispielsweise. Wie Kylian Mbappé 2018. Kylian Mbappé war ein Ding, hat die WM 2018 gewonnen, hat Tore geschossen, kam von Monaco. Man hat ein bisschen über ihn geredet, hat gesagt, der hat Talent und so, der ist krass, der ist gut, der ist schnell. Aber Bro, was er jetzt gemacht hat, 4 Jahre später, erst 23, ist einer der besten Fußballer der Welt, steht wieder im WM-Finale, verliert gegen Messi, obwohl er einen Hattrick macht, plus noch ein Elfmeter-Tor im Elfmeterschießen, also 4 Tore im WM-Finale. So hätte man sich auch für viele andere Spieler, die wir hier gerade gesehen haben, sich das Ganze gewünscht, dass sich die Karriere so entwickelt, ne? Leroy. Leroy kann, wenn er will, der beste Spieler sein bei Bayern. Wenn er will. Genauso wie Gnabry. Donnarumma hat super gemacht. Hat zwar auch jetzt Papazza wieder immer gehabt, immer mal wieder, aber trotzdem, im Endeffekt ist Donnarumma super Keeper. Kessié auch, hat sich super gemacht. Hat auch noch gut was vor sich. Macht einen guten Job. Kubo hat sich auch super gemacht schon. Muss sich noch ein bisschen durchsetzen, ein bisschen mehr. Luzano auch ganz gut gemacht sogar. Hatte zwar noch mehr Potenzial. Man hat immer mehr erwartet, man hat viel von ihm gehört. De Ligt auch sehr gut. Auch sehr gut, dass er zu Bayern gegangen ist, meiner Meinung nach. Mal gucken, was mit dem noch passiert. Ob der noch zu dem hier kommt. Zu dem hier, 90, 89, 88. Könnte ich mir vorstellen, dass De Ligt noch dahin kommt. Der ist jung, der ist 23. Der hat noch viel vor sich, ist ein super Verteidiger. Ein super Innenverteidiger. Geisteskranker Innenverteidiger sogar. Ja, ist enttäuschend. Ist enttäuschend, bin ich ehrlich. Trakowski. Keine Ahnung. Torhüter halt. Guedes. Auch leicht enttäuschend gewesen. Ich bin mal gespannt, ob hier Rafael Leão noch kommt. Hat man Rafael Leão schon auf dem Schirm gehabt 2018? Bin mir nicht sicher, weil der ist ja auch so jetzt so teilweise echt ein guter Spieler bei Portugal geworden und die Zukunft vielleicht sogar von Portugal, so ein Star. So ein Name. Asensio, ne? Oh mein Gott. Was hat man über den alles gesagt, Digga? Was hat man über Asensio alles vorhergesagt? Ach du Scheiße. Potenzial 92, kann mich genau erinnern, wie jeder den gehypt hat, aber komplett in den Himmel gehypt hat. Isaac, Isaac, Isaac! Embolo, haha. Der Schalker, Junge. Ünder. War türkische Hoffnung, ne? Bentancur, auch quatschig. Pulisic, auch ein bisschen verquatscht, leider. Pulisic, ich denke, als der bei Dortmund da langsam durchgedreht ist und in die Premier League gewechselt ist, man dachte auch sonst was. Man dachte sich for real sonst was. Woodburn. Woodburn, Alter. Hat jetzt 67. So schade manchmal, ne? Ja, okay, Digga. Ihr habt gesehen, wie das Video funktioniert hat. Joa, war ganz geil, ne? Sowas mal zu sehen, wie die damals, was die damals für ein Potenzial hatten und was die jetzt für ein Potenzial haben. Oder was die jetzt bekommen haben. Geisteskrank. Hätte ich nicht erwartet. Der einzige Spieler, der sich wirklich geisteskrank durchgesetzt hat von den 2018 Youngstars, ist Mbappé. Ist so. Vielleicht kommt jetzt Petri, Gavi, Bellingham
und Co. noch dazu. Aber ja, in dem Video auf jeden Fall nur Mbappé, der Einzige, der sich geistkrank durchgesetzt hat. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Bis dann. Peace.